Hey, willkommen zu einem Video. Heute schauen wir uns von Lego Star Wars die Invisible Hand an. Also, der Kreuzer, das Schiff von General Grievous, wird im dritten Teil zerlegt. Und ja, ist von Lego jetzt Anfang des Jahres auf den Markt gekommen. Preis sind bei 53 Euro, leider Lego exklusiv. Schade, sonst würde man vielleicht für 40 auf jeden Fall geschossen kriegen. Wir haben 557 Teile. Preis ist damit okay. Ich muss mal gucken, was die Stickeranzahl ansagt. Ich sehe auf jeden Fall schon mal 4. Mal gucken. Ja, Karton ist leider ein bisschen langweilig, ne? Das ist das Standard 18 Plus Design. So ein Bild, wie er da über Coruscant fliegt, wäre schon sehr geil gewesen. Aber okay. Ja, ist halt langweilig. Das ist, finde ich, wieder dagegen eine sehr coole Ansicht, weil das hat ein bisschen was davon. Ja. Die Jungs sind auch genau, da ist nämlich das Bild über Coruscant. Das hätte vorne auch gefetzt, muss ich sagen. Ja, aber machen wir mal auf, das ist das Entscheidende hier. Der Karton ist ja nachher nicht das, was man sich hinstellen möchte. Meistens. Kann man auch machen. Verstehe ich. Gibt auch so schöne Kartons. Karton war auch gut dafür, das muss man sagen. Fünf Schritte natürlich ordentlich, das sind Teile. Aber war ja irgendwie zu erwarten. Ah, Stand kurz als letztes. Na gut. Anleitung. Oh, da kommt der Stickerbogen. Ja, es sind vier Sticker. Okay, würde ich sagen. Anleitung, schön langweilig, aber braucht ihr auch nicht für so ein Ding zu sein. Gucken wir kurz mal rein, ob irgendwas Spannendes hier drin ist. Werbung, ja, für Papiertüten gibt es hier gerade noch nicht. Genau, da kommt auch der Absturz auf Kurs an. Oh, ein bisschen Laber-Laber, wenn euch das interessiert. Und noch mehr Laber-Laber, wenn euch das interessiert. Und da geht der Bau los. Ja, 15th Anniversary. Wir bauen. Ich finde es schade, dass es nicht mehr die Überblicke gibt, wie viel was in dem Bauschritt gemacht wird. 106 Seiten sind wir durch und es sind dann 174 Bauschritte. Okay. Teilliste. Absolut nicht bunt, so ein bisschen pink. So, ich würde sagen, ich leg los. Ihr habt jetzt ein Speedbit und dann sehen wir uns danach wieder mit dem fertigen Modell. Rolling up Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some needles to the face. Baby, I don't need no space, coming closer for a taste. And I'll show you how I make everything. Everything just fade away, cause she's like sex, drugs, cocaine, vice, so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby, came here to play. I feel like an addict, cause she's sex, drugs, cocaine. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. Cause she got a bad little waist and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby, I don't need no space, coming closer for a taste. And I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. Sex, drugs, cocaine.
sky, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Da ist es fertig, die Invisible Hand. Ich weiß gar nicht, wie heißt das Ding auch sonst? Unsichtbare Hand wird es nicht heißen. Ich weiß es gar nicht. Ist auch egal, ist die Invisible Hand, damit weiß man jeder, was gemeint ist. Bau, tiefenentspannt, hat Spaß gemacht. Klar, abends muss man hier so ein bisschen Reihe bauen. War aber ganz nett. Nicht Atemraum, aber passt. Was mich ein Ticken gerade immer nervt ist, wenn man sich anguckt, das Ding biegt sich immer durch, dadurch, dass es hier vorne halt lang ist. Auch wenn es eigentlich stabil ist, biegt sich irgendwie ein bisschen durch. Egal. Ich mag den Standfuß, der passt. In der Anleitung soll das eigentlich daneben stehen und der ist da drauf. Ich hab's drauf gemacht. Der Stand ist aber egal. Es geht natürlich. Also der Stand sieht gut aus, passt. Es geht natürlich um das Ding hier. Ja, zeigen wir euch mal das große Feature, was es gibt. Man kann das abnehmen, damit man den Absturz simulieren kann. Coole Idee, dass es geht. Ich mag aber die Konstruktion vom ganzen Schiff aber auch entspannter. Generell. Ich packe doch mal gleich wieder drauf, aber warte, erst wollte ich euch noch was zeigen. Hier drin kann man als Easter Egg noch vielleicht erkennen, da einmal, ich weiß gar nicht genau, ob es Anakin und Obi-Wan sind, also Anakin und Obi-Wan Starfighter im Hangar und da nochmal MTT. Ja, keine Easter Eggs, passt. Ja, womit wollte ich eigentlich gerade ansetzen, bevor ich mit den Easter Eggs angefangen habe? Ach ja. Und mich stört. Ne, wir fangen mal positiv an. Ich finde, es sieht gut aus. Ich mag es. Und es ist größer, als ich mal gedacht habe. Ich habe irgendwie gedacht, es wäre nur so. Und ich fand den Preis immer sehr frech. Klar, Preis kann man immer sagen, ist frech. Wenn der Markt wäre, wäre okay. Bei Lego Exklusiv 350 Euro. Ja, das ist grenzwertig. 40 finde ich ein guter Deal. Den hätte man im Markt erzielt. Aber okay. Das muss so, wie es ist. Man, die vier Sticker, die stören mich jetzt gar nicht. Klar, man hätte meinen Preis printen können. Ich wollte eigentlich mit dem Positiven anfangen. Das ist das Design, das finde ich, ist gut gelungen. Ich mag es, wie der Hangar angedeutet ist, diese typische Optik hier reingebracht ist, die knalligen Farben drin sind. Ich weiß nicht genau, ob die nicht hätten die Farbe sein müssen. Ich habe gerade nicht 100% im Kopf. Ich mag auch gut, also die Optik ist einfach gut. Dann die Düsen hinten. Gefällt mir alles. Einfach eine sehr schöne Optik. Man erkennt direkt, was es ist, ohne kurz nachzudenken. Also ohne überhaupt nachzudenken. Man erkennt es halt einfach, wenn man weiß, was es ist. Und es sieht gut aus. Ich mag hier vorne selbst diese Spitze angedeutet, wie die Brücke hier gebaut ist. Ich weiß gerade genau nicht, wie das ist, aber es passt auch. Aber generell diese Sleek-Optik passt. Ich finde es wirklich gelungen. Man kann jetzt natürlich überlegen, ob man was stört, also unten ist auch gut.
Was dann stören könnte bei dem Set. Klar, man könnte sagen, das durch, hängt ein bisschen durch, aber wenn man es sich hochdrückt ab und zu, dann ist das gar kein Problem. Hier noch, das ist ja die Brücke. Ich weiß gerade nicht genau, was das ist. Das sieht nicht mega aus. Und es sieht, ist auch immer ein bisschen schräg. Obwohl es eigentlich hätte perfekt gerade sein müssen. Ist ein minimaler Punkt, über den man meckern kann. Ja, ich finde es nicht schlimm, aber das ist nicht optimal. Aber wie man es besser lösen könnte, müsstet ihr jetzt natürlich auch nicht. Ja, an sich muss euch diese Optik jetzt von dem Set gefallen. Der Bauspaß ist okay, ist das nicht überragend. Passt. Wenn ihr aber sagt, ich will Bauspaß und trotzdem Midi-Scale, sagen wir jetzt mal, oder die neue Starship Collection, es gibt ja auch noch den hier auf dem Markt. Der macht, hat für mich Spaß im Bau ein bisschen mehr gemacht, weil mich mehr gerebelt, schöne Platten baut. Aber ja, ich wollte jetzt eigentlich nicht rein, um ihn anzupreisen, sondern einfach um euch mal den Vergleich zu zeigen. Und ich dachte immer, das Ding wäre die Invisible Hand, weil ihr seht es ja richtig. So, die Invisible Hand wäre deutlich kleiner. Warte, größentechnisch ist einmal so, aber sie ist nicht so viel kleiner. Ich gedacht habe. Ja. Was mich ein bisschen stört ist, wenn man sie aufbaut, wie in der Anleitung ist, gucken die verschiedenen Richtungen. Klar kann man es irgendwie machen, wenn man sie hinstellt, dass sie irgendwie in verschiedene Richtungen gucken, aber das triggert mich irgendwie ein bisschen. Ein bisschen Autismus, was ich immer habe. Irgendwelche Störungen hat jeder. Stört mich das. Klar, kann ich einfach umdrehen, dann stehen die in die gleiche Richtung. Klar, sollten die optisch immer gerade nebeneinander stehen, wenn du einen Imperial Star Destroyer, Super Star Destroyer hast. Und eine Invisible Hand von den Separatisten. Ob die jetzt nebeneinander stehen, ist eine andere Frage. Aber so ist das Ganze für mich viel entspannter. Und die passen, finde ich, stehen auch, finde ich, schön zusammen. Kann man sich auch ins Regal zusammenstellen, finde ich. Machen sich kaputt. Klar, das Ding ist die viel früher als das. Okay, gar keine Frage. Und die anderen beiden Midi-Scales oder Starship Collection Sets haben wir noch die Tente 4 und den Millennium Falcon. Mal gucken, wie die sich die noch im Größenverhältnis tun. Und ja, sind wir durch. Ich werde jetzt das nächste Millennium Falcon bauen. Können wir den direkt hier zu vergleichen. Ich war ein bisschen, ich habe gerade Bock auf die Minis gesetzt. Und ich finde, das steht bei mir, seitdem ich es habe, ist jetzt ein halbes Jahr, glaube ich. Ne, fast, ne. Made for letztes Jahr gekauft, ne? Ja, knapp ein Jahr steht es bei mir. Und ich finde, es ist immer noch ein perfektes Display-Modell. Nicht so groß, aber sehr viel Detail. Und das gleiche trifft halt auch hier zu. Hier habe ich es natürlich als Display-Modell gehabt. Aber generell schöne Größe, sehr schönes Design. Nicht zu groß halt. Man kann sich gut irgendwo hinstellen. Denke ich, wird es gleich einen Zweck erfüllen. Mal gucken, wie es in einem Jahr ist. Ich werde es wahrscheinlich euch niemals erzählen. Aber ja, cooles Ding. Nimmt es mit doppelten VIP-Punkten-Überlegungen mit. Oder vielleicht Promo, wenn es euch jetzt nicht Made the 4th gut, oder vielleicht wartet ihr bis nächstes Jahr Made the 4th. Oder andere schöne Promo, wo ihr das dann mitnimmt. So mache ich es mal bei exklusiven Sets. Genau den habe ich auch Made the 4th gekauft. Macht es euch so, dann spart ihr aber wenigstens noch was. Klar, es sind nur die 10% quasi als Cashback, wo man sich auch Lego kaufen muss. Deswegen doppelte mit Promo, Made the Force, nehmt das da gerne mit. Ich denke, ihr werdet nicht zu so enttäuscht sein, weil wenn ihr es baut, ruft ihr wahrscheinlich nicht mehr den Kopf, immer den Preis in den Kopf. Ja, genau. Ich bin durch. Hat sehr Spaß gemacht, das Ding. Ich mag es auch im Design, wird einen schönen Platz kriegen. Vielleicht neben ihm, ich weiß auch nicht. Ja, lasst ein Like, wenn es euch gefallen hat, ein Abo, wenn es nicht passen wird. Bis dahin, bleibt schön, bleibt gesund. Ciao.